nicht der Orden. Hallo, liebe Bücherwürmer. Ein Zauberstab. Was es bedeuten mag? Achtung, jetzt kommt wieder ein mega geiler Special Effekt. Die neue Wutbox ist bei mir eingezogen. Alle 2 Monate gibt es so eine Harry Potter Spezial Wutbox. Ja, und das hier ist jetzt die neue. Das offizielle Harry Potter Merch drin. Ich habe ja auch schon einige dieser Boxen ausgepackt und war bisher immer mega begeistert, weswegen ich umso gespannter bin, was heute drin ist. Die Boxen gibt es in 3 Modulen. Ihr könnt die quasi im Flexi-Abo, also einmalig, bestellen. Das kostet euch 39,99 pro Box. Oder ihr bestellt direkt 3 Boxen auf einmal oder 6 und das wird natürlich immer günstiger. Hier ist auch mal mit einem T-Shirt dabei und die Größe für das T-Shirt könnt ihr natürlich auf der Website angeben. Wenn ihr jetzt Lust habt, eure eigene Wutbox zu kaufen, dann könnt ihr das hier unter dem eingeblendeten Link machen. Das ist nämlich der Tracking-Code. Das heißt, wenn ihr über diesen Link geht, den werde ich euch auch nochmal in die Infobox stellen, wissen die lieben Leute von der Wutbox, dass ihr von meinem Kanal kommt. Ich kriege kein Geld, keine Provision oder sonst was davon. Das ist einfach nur wirklich, damit die Leute wissen, ihr kommt von mir. Und die Leute waren auch noch so nett und haben mir einen 5€ Rabattcode gegeben für euch, wenn ihr also eure Box bestellen wollt. Aber alle Infos dazu packe ich euch nochmal unten in die Infobox. Ich möchte nämlich jetzt auspacken und kann es kaum noch erwarten. Wie immer muss man erstmal hier diese Pappe abkriegen und das ist schon schwierig genug. Aber zum Glück muss ich nicht mit der Schere rumhantieren. Da hätten wir dann auch schon die Box befreit. Die sieht aus wie beim letzten Mal. Und das finde ich super, weil jetzt kann ich die immer so schön aufeinander stapeln. Ich finde, die sehen so toll aus auf meinem Kleiderschrank. Aber naja, es geht ja eigentlich um den Inhalt, was du nicht sagst, Lea. Deswegen versuchen wir das jetzt mal aufzukriegen im Stehen. Wie immer ist das ein absolutes Drama. Seht ihr schon was? So, ich will natürlich auch nur nach und nach was greifen. Das fühlt sich schon mal an wie eine Funko. Ich habe als erstes hier das T-Shirt. Ist so schwierig, nicht da reinzugucken. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, das sieht ja cool aus. Ich glaube, das ist dieses Mal was vom Orden des Phönix. Beim letzten Mal war es ja Gryffindor, davor war Slytherin. Also hätte ja auch sein können, dass dieses Mal was von Ravenclaw oder Hufflepuff dabei ist. Aber ich glaube, das ist der Orden. Ja, das sieht gut aus. Oder? Oh ja, nein. Oh mein Gott, das ist nicht der Orden. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe nur den Phönix gesehen, beziehungsweise die Flammen. Das ist Dumbledore mit dem Elderstab, der gegen Voldemort kämpft. Spit it. Überall sind die Flammen und dann sieht man hier auch nochmal eine Schlange. Also beide Elemente von beiden Seiten sind super geil darin verwoben. Und es ist auch ein bisschen taillierter geschnitten. Also man sieht, dass das hier auf jeden Fall ein Girly-Shirt ist. Und das finde ich sehr geil. Okay, ich muss als nächstes dieses Fette hier rausholen, weil das nervt mich sonst die ganze Zeit. Was ist es? Oh, es ist doch keine Funko. Es ist eine Figur, aber trotzdem. Und zwar von Hermine. Hermione Granger First Spell. Von Fig. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Aber die packe ich jetzt mal direkt aus. Meine Sammlung von Harry Potter Figuren wird immer größer. Ich finde es schön, dass es Hermine ist und nicht Harry. Also nichts gegen Harry, aber von Harry hat man halt so viel. So, ja, ich kann hier nichts Besonderes drauf erkennen. Hier steht auch nichts mehr Besonderes drauf. Und die kommt in so einer Plastikverpackung, ist also auch relativ easy hier rauszunehmen. Oh, und sie ist super süß. Ich mag es total, dass sie so das buschige Haar hat, wie im Film. Und dass sie halt auch wirklich ein Zauber wirkt, wenn man den Zauber ein bisschen sieht. Außerdem ist es total schön mit den Gryffindor-Farben, aber die ist ein bisschen unsauber bemalt, die Figur. Also der Schal ist ein bisschen schluderig. Der Rest ist ziemlich fein. Also keine Ahnung, was da vorgegangen ist. Und die ist auch relativ stabil. Hier steht auch nichts mehr Besonderes dran. Es ist auf jeden Fall ein offizielles Merch. Aber ich habe ja schon gesagt, dass das ganze Merch, was in der Wutbox drin ist, offizielles Harry Potter Merch ist. So, greifen wir nochmal weiter in die Box. Ich trau mich nicht. Was ist das? Ah, ich nehme das kleine hier. Oh, es ist ein kleiner, feiner Anstecker vom Deathly Hallows Zeichen. Und das ist scheinbar auch irgendwie ein Wutbox-Exclusive. Also wahrscheinlich gibt es das nur bei Wutbox. Ja, also muss ganz ehrlich sagen, so besonders finde ich den halt jetzt nicht. Das ist eine Plakette und da ist das Zeichen von Grindelwald drauf. Und TM steht hier auch nochmal drauf. Ganz wichtig. So, direkt mal abmachen und mal gucken, ob er hält.
So. Ich würde sagen, ich bin schon mal gebrandmarkt. Auf geht's zum nächsten Item in der Box. Ich nehme jetzt mal das hier. Das sieht mir nach einem Portemonnaie aus. Oh, wie cool. Ich brauche nämlich tatsächlich gerade ein neues Portemonnaie. Meins fällt schon auseinander. Warning, this bag is not a toy. Okay. Ah, es ist total schlicht. Vorne steht drauf Mr. H. Potter. Also das ist der Hogwarts-Brief, den Harry bekommen hat. Und hinten drauf sieht man auch nochmal das Emblem vom Hogwarts. Eine Eule und alles ist so Pergamentfarben. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Aber es ist halt auch relativ klein. Also als tägliches Portemonnaie kann ich es nicht benutzen, weil man auch leider keinen Platz großartig für Karten und sowas hat. Aber wenn man mal irgendwie auf eine Convention geht oder so, ist das ja ganz praktisch, wenn man ein bisschen stabileres Portemonnaie dabei hat. Oder wenn man in Urlaub fährt. Next thing! Ich glaube, es ist nur noch eins drin, oder? Ja, letztes Item in dieser Box und es ist was Stabileres. Das ist... Oh, ein schönes Notizbuch. Machen wir direkt mal ab hier alles. Auch wieder relativ schlicht gehalten. Vorne ist das Hogwarts-Emblem und hier steht dann nochmal HP und der Schnatz. Das Ganze ist mit so einer Metallschnalle, also es lässt sich auch super leicht öffnen. Und hinten hat man nochmal so ein bisschen Marauders Map. Allerdings nichts zum Ausklappen oder so. Das ist so ein Fach, wo man alles möglichen Kram reintun kann. Und vorne hat man auch nochmal ein bisschen was in diesem Thema. Ja, und die Seiten sind halt ganz einfach liniert. Aber was ich schön finde, auf jeder Seite ist das Hogwarts-Emblem drauf. Ich habe in diesem Video, glaube ich, noch nie so häufig wie in meinem Leben Hogwarts-Emblem gesagt. Ja, und das war es auch schon mit der Wutbox. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob es irgendwie so einen Zettel oder sowas gibt. Aber da war gar nichts bei. Also ich hätte mir noch irgendwie so einen kleinen Packzettel oder sowas gewünscht, wo nochmal alle Items drauf sind. Das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn man da nochmal nachschauen kann. Vielleicht auch, was die für einen Warenwert hatten. Oder, ja, gerade bei dieser Hermine-Figur, von der ich nicht so genau weiß, von welcher Firma die ist. Also Figures, keine Ahnung. Damit man sich einfach noch ein bisschen informieren kann, finde ich sowas immer ganz praktisch. Und ja, also ich muss sagen, ich fand die anderen Boxen bisher immer ein bisschen besser. Also dieses Mal war irgendwie ganz viel Schlichtes dabei. Entweder einfach nur das Hogwarts-Logo oder eben das Heiligtümer-Symbol. Ein bisschen spezieller war halt das T-Shirt und die Hermine-Figur. Wenn man jetzt nicht so ein Fan von Hermine ist, dann stellt man die sich eher ungerne irgendwo hin. Ach, eigentlich mag ja auch jeder Hermine, oder? Gibt es irgendwen von euch, der Hermine total doof findet? Also nicht, dass ihr jetzt anfangen solltet, irgendwelchen Hate gegen Hermine in den Kommentaren dazulassen, aber... Das mag doch jeder Hermine. Also ich bin nicht enttäuscht oder so. Ich fand das wieder eine ganz nette Box. Aber ich hätte mir doch vielleicht ein bisschen krassere Harry Potter Items gewünscht. Weil die Sachen waren ja doch einfach sehr schlicht. Oder wurden dann halt einfach nur mit einem Logo ausgestattet. Richtig cool finde ich auch das Portemonnaie. Allerdings hätte ich mir da gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen größer ist. Sodass man es wirklich als tägliches Portemonnaie nutzen kann. Und nicht nur so für den Urlaub. Weil das ist so schön und so stabil und so toll. Ich glaube, das Portemonnaie ist auch tatsächlich mein Highlight neben der Hermine-Figur. Mich würde jetzt natürlich mal interessieren, was euer Highlight in dieser Box war. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich würde natürlich gerne wissen, wer von euch auch die Wutbox bekommen hat oder vorher hat, sich die jetzt zu holen. Also gerne auch mal reinschreiben, wenn ihr über meinen Tracking-Link, den ich euch ja, wie gesagt, hier nochmal einblende und unten in die Infobox packe, die Box bestellt hat. Vielen, vielen Dank auch an die Leute von Wutbox, die mir die Box kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Ja, und das war's heute auch von dem Unboxing. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Bücherwürmer. Ja, das ist ein Portemonnaie. Ist ganz... Erstmal die ganze Papi hier anmachen. Wenn ihr Book... Die Da ist...